Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich wollte eigentlich mal ein kleines Statement abgeben zu dem, was jetzt die letzten paar Wochen passiert ist, warum kein Video kam und vor allem, warum ich jetzt wieder dieses schöne Kameraformat habe. Das sind gleich. Ich würde sagen, Intro ab und bis gleich und wir sehen uns. Zu den Vorkommnissen der letzten Woche, warum keine Videos kamen, ist ja völlig logisch, ich war im Urlaub, ist ja klar, ihr habt ja auch einen Stream gesehen, der zwar ziemlich schlecht war, aber hey, ich habe wenigstens ein Video gebracht. Ja, Monster Let's Play hat dann auch sofort geschrieben, ja, als erfahrener Handy-Streamer, Aufnehmer, wie auch immer, ja, ich hab's verpeilt, von dem Spiel die Lautstärke etwas zu senken. Ich war halt so begeistert von der App erstmal, dass ich mir gedacht habe, boah, Alter, machst du unbedingt jetzt was und das wird auch klappen und das kriegt man hin. Wie schon gesagt, das war halt Resultat. Ich meine, ich habe danach noch ein paar Parts versucht hochzuladen. Ging überhaupt nicht, es hat dann angefangen zu lecken und keine Ahnung, was wahrscheinlich mit der Leitungsgeschwindigkeit von Mallorca zusammenhängt. Gehe jetzt einfach mal ganz stark von aus. Also ich denke mal, dass es so ist, deswegen. Und auf jeden Fall, so viel erstmal dazu. Ich hatte Urlaub. Das andere ist noch, ich habe was gebracht. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe was gebracht. Und zwar, ich habe euch erzählt, The Walking Dead Season 2, dass es da einen Deutsch-Patch gibt. Es gibt einen Deutsch-Patch, ich habe ihn noch gefunden. Sehr kuriose Geschichte. Wenn ich es mir jetzt selber erzählen würde, ich würde es mir selber nicht glauben oder ich hätte es mir selber nicht geglaubt bis zu diesem Tag. Auf jeden Fall, Norton hat, also mein Antivirus-Programm hat in dem Zeitraum, wo ich das gemacht habe, hat es irgendein Update gezogen. Es war auf jeden Fall nicht einsatzbereit, es stand da auch und da kamen noch wieder Windows-Meldungen hier von wegen Firewall aktivieren und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja alle. Ich habe mir gedacht, boah Alter, du musst jetzt unbedingt ein Video bringen, du warst jetzt eine Woche im Urlaub, du warst nicht da, du musst was zeigen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir es einfach. Volles Risiko, downloaden. Fertig aus. So, ich dann auf jeden Fall das Programm gedownloadet. Hat ewig lange gedauert. Dachte ich mir, okay, muss safe sein. Auf jeden Fall, ich mache die Datei auf. Leute, ich mache die Datei auf. Ich versuche instant 26 Programme zu installieren. Und das war noch lange nicht alles. Bevor es soweit kam, habe ich den LAN-Stecker sofort gezogen. Mein IOPD-Installer gestartet. Sensationelles Programm, auf jeden Fall empfehlenswert für die, die es nicht haben. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Nein, es ist kein Product Placement oder so. Ich habe auch keinen Vertrag mit denen oder so. Das ist einfach nur ein geiles Programm. Ich muss es euch empfehlen. Es muss einfach sein. Gut, auf jeden Fall so viel dazu. Ich das gestartet. Ich habe diese Stapel-Deinstallation genutzt. Und zwar, du kannst dann die Häkchen machen bei sämtlichen Programmen. Einfach auf Deinstallation drücken und er macht völlig automatisch. Der sucht dann auch nochmal so Unterordner. Ich weiß gar nicht, warum ich die Kopfhörer auf habe. Wahrscheinlich, weil ich gerade eben noch zocken wollte. Auf jeden Fall, das sucht dann halt noch diese Unterordner und deinstalliert es und schreddert es und keine Ahnung, hast nicht gesehen. Also sehr, sehr geiles Programm auf jeden Fall. Nachdem ich dann 3 Stunden deinstalliert hatte und wieder Neustart, hochfahren und so weiter, ihr kennt es ja, wie so ein Ablauf ist, dann hat sich dann mein Norton auch mal wieder gemeldet und hat gesagt, boah, wir müssen unbedingt einen Scan durchführen, weil irgendwelche Trojaner versuchen hier irgendwas aufzurufen oder zu machen. Oder so. Ey, ich habe mir gedacht, Alter, mein PC ist sowas von einem Arsch. Der ist sowas von einem Arsch. Okay, Norton gestartet. Dieses Eraser oder wie das heißt. Sofort alles gescannt. Und er hat gefunden 4 Trojaner, 264 Virusdateien. Darunter waren 4 Phishing-Dateien. Keine Ahnung. Irgendwie hat er die benannt. Und ja, auf jeden Fall Eraser gestartet. Das ist von Norton so ein Last Minute. Also oder Last Chance Methode. Also praktisch alles, was dann infiziert ist, wird sofort entfernt oder neutralisiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gekillt, tilt over. So, das Problem jetzt eigentlich, nachdem das alles, also nach 7 Stunden langem deinstallieren, hoch runterfahren, Viren scannen, beheben, dann Adware Cleaner habe ich drüber gehauen und so weiter und so fort, kam dann eine Meldung von Windows und zwar eine tragende Windows-Datei wurde angegriffen und von dem Eraser praktisch unbrauchbar gemacht. Es war auf jeden Fall eine tragende Datei für Windows, was dazu führte, dass ich verschiedene Programme, die für YouTube wichtig waren, nicht mehr öffnen konnte, beziehungsweise es war irreparabel. So, bei Norton stand dann irgendwie im Support Center die einzige Möglichkeit,
Möglichkeit ist, Windows-CD neu booten, keine Ahnung, hast nicht gesehen. Ich dachte mir, ach du Scheiße. Nachdem ich auf Windows 10 umgeswitcht hatte, hatte ich keine Installations-CD, keine Recover-CD, nichts da. Ich dachte mir, ey, das darf nicht wahr sein. Wenn ich den jetzt komplett wieder platt mache, ist alles weg. So, was hat die Avenger gemacht? Er ist natürlich sofort in Mediamarkt gejumpt und hat sich hier diese Festplatte gekauft. 1 Terabyte in Tensor. Natürlich keine SSD, ist ja logisch. Verrät auch schon die 1 Terabyte Bezeichnung. Auf jeden Fall alles da drauf gehauen, was mit Avenger zu tun hat und mit YouTube. Alles drauf gefetzt, weil sonst wären meine Intros weg gewesen, meine sämtlichen Videos, sämtliche Programme. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, Thumbnails und so weiter, wisst ihr ja, wie es läuft. Ich das da drauf gefetzt, natürlich die Festplatte ausgestöpselt und dann gibt es so bei Windows 10, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, da gibt es eine Zurücksetzfunktion. Also das ist nicht so wie bei Windows 7, dass du jetzt sagen kannst, auf einen späteren Zeitpunkt zurücksetzen. Es gibt eine richtige Zurücksetzungsfunktion. Das heißt, du kannst, wie es der Name schon sagt, du kannst es zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Kannst aber dann verschiedene Ordner anklicken, die du nicht bereinigen willst. So, da ich aber jetzt nicht wusste, ob die eigenen Dateien bzw. die Avenger-Dateien alle noch sicher und safe sind, habe ich mir gedacht, haust einfach mal mit runter, weil dann hast du den Virus auf der Festplatte und nicht dann später wieder, ne, ihr wisst schon, auf dem Rechner. Und also gesagt, getan, alles zurückgesetzt, sämtliche Festplatten gecleant, da war nichts mehr drauf, der PC war vollkommen leer. Dann war oben links nur noch dieser Mülleimer und das war's. Nichts mehr da, kein Camtasia Studios, kein Merelis Action, da habe ich jetzt auch noch ein Problem. Ich habe nämlich kein Serial Key für mein Action mehr, also es ist sehr, sehr kompliziert im Moment mit meinem PC und deswegen Videos technisch ist da echt krass schwierig gerade. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machst du ein kleines Video, wo auch nicht so aufwendig ist. Mit der Kamera werden demnächst wieder welche kommen, aber so ist es leichter für mich, weil ich es direkt von der Webcam, kann direkt draufhauen, kann schneiden, egal, weil ich habe ja auch noch gar kein Codec-Pack für die Kamera. Du brauchst nämlich ein spezielles Codec-Pack, was ich mir noch nicht downgeloadet habe. Das muss ich alles noch machen. Also es ist sehr, sehr problematisch. Auf jeden Fall, jetzt geht wieder alles. Ich wollte dieses Video auch nochmal nutzen, um mich recht herzlich bei allen zu bedanken. Ich bin nach wie vor immer noch rauchfrei. Das Videotagebuch ist abgesagt, weil ich auch gar kein Verlangen mehr nach Zigaretten habe. Ich finde den Rauch sehr unangenehm. Mir wird schlecht davon. Ich kann mich zwar zwischen Raucher setzen, es macht mir auch nichts, wenn andere rauchen, aber ich habe kein Verlangen mehr. Also ich würde jetzt nicht da sitzen und hoffen, beziehungsweise fragen, habt ihr meine Kippe, habt ihr meine Kippe, habt ihr meine Kippe oder so. Nee, das ist nicht so. Ist alles cool, alles clean. Ich bin, wie schon gesagt, jetzt die dritte Woche ist beendet. Alles beim Alten. Ich habe sogar gerade noch eine Schachtel Zigaretten von meinem Bruder da liegen, die hatte vergessen. Aber wie schon gesagt, ich brauche die nicht mehr. Ich habe auch keine Feuerzeuge hier. Ich könnte sie nicht mal anzünden, selbst wenn ich wollte. Also ist echt top. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Boah, Alter, die Nase juckt wie verrückt. Auf jeden Fall sensationelles herzliches Dankeschön an euch dafür. Ich bin auch jetzt schon 2 Jahre bei YouTube dabei, sagt mir zumindest mein Videomanager, weil erstes Video, mein erster Abonnent war vor zwei Jahren, steht da. Kann ich zwar nicht so ganz nachvollziehen, aber hey, es scheint wohl so zu sein. Auf jeden Fall, ich habe super geile Leute kennengelernt. Ihr seid die geilste Community, die ich jetzt in diesen 3 Kanälen hatte. Ja, das ist der 3. Kanal mittlerweile. Und ihr seid immer sensationell, ob es jetzt die Clash of Trash Jungs sind. Ja, ich erwähne sie wieder einmal. Ending Schitze und X-Booster. Dann Fibber die HD und X-Raichi auf jeden Fall. Dann der Panther, Blue Tiger, den Hurlix. Hurlix Graphics ist zwar derselbe, ist aber gerade egal. Der Crooney, wie sie alle heißen. Ihr seid die sensationellsten Boys überhaupt. Vor allem ich mag Milch, der jetzt neu dazugekommen ist. Ich finde den Namen so geil, tut mir leid. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, sensationelle Jungs. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Das habe ich natürlich bei meinem Abo-Special vergessen, soweit ich das in Erinnerung habe. Dann mir hänge ich jetzt nochmal kurz an. Und ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch den Gewinner der Verlosung. Ganz, ganz wichtig, nur für euch. Und wie schon gesagt, vielen Dank an meine Community für die geilsten 2 Jahre meines Lebens. Also, wie schon gesagt, aber jetzt Transition. Gut, kommen wir zur Auflösung der Verlosung. Ich habe es ja angekündigt nach 2 Wochen. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich weiß, aber wie schon gesagt, ich gebe jetzt den Gewinner bekannt. Es ist wieder ein eindeutiges Ergebnis. Es ist kein Zufallsgenerator nötig. Nein, X-Raichi ist diesmal nicht, obwohl er mir bei meinem 100 Abonnenten-Special so einen Text geschrieben hat. So ein Comment ist auch nochmal sensationelles Dankeschön dafür an dich. Grüße gehen raus und so. Ja, wer mich aber wirklich zugespammt hat und das wirklich bei jedem Video, also ich habe nicht ein Video gesehen, wo er nicht dabei war und das ist Trommelwirbel.
Monster Let's Play. Er hat es geschafft. Er ist ausgewählt worden von mir. Er hat es sich auch wirklich verdient. Er hat genau die Kriterien erfüllt, die ich gesagt habe. Abonnent sein, kommentieren, sinnvolle Kommentare vor allem und. Also er war immer dabei und war auch, glaube ich, mit immer einer der ersten auf jeden Fall. Fette Props an dich, Monster Let's Play. Auf jeden Fall, du hast gewonnen. Wir werden uns jetzt nochmal bei Skype zusammensetzen wegen dem Motiv von den T-Shirts. Falls du sie nicht weißt, werde ich sie hier nochmal kurz einblenden. Da ist alles ein bisschen eng wegen der Kamera, ihr wisst schon. Und auf jeden Fall wegen der Größe, wegen der Adresse, wo ich es hinschicken muss, natürlich auch noch, welche Karte du haben willst. Also bis zu 25 Euro habe ich gesagt, je nachdem. Die Karten haben ja verschiedene Anordnungen der Zahlen, also des Wertes, sag ich jetzt mal, des Wertes. Wie schon gesagt, eine Orange-Karte oder eine Paysafe-Karte oder eine Google-Store-Karte oder eine iTunes-Karte oder eine PlayStation-Karte oder weiß der keine Scheiße, was es also gibt. Schreibt es mir auf jeden Fall, wie schon gesagt, auf Skype, falls ich dich noch nicht geedet habe oder du mich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele geedet, ich blick da nicht mehr durch. Sei mir bitte nicht böse. Auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung ist es nochmal verlinkt. Nee, nicht verlinkt, aber auf jeden Fall, da weißt du, wie ich heiße und kannst mich dementsprechend auf Skype adden. Ja. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Auf jeden Fall The Walking Dead Season 2. Ich habe es geschafft, nachdem ich meinen Rechner wieder auf Vordermann gebracht habe und alles wieder installiert. Werden da auf jeden Fall weitere Parts kommen. Ich freue mich schon tierisch darauf, dass ich das jetzt auf Deutsch auch endlich mal durchspielen kann. Habe ich ja vorher auch noch nicht. Und der nächste Livestream, den gebe ich dann auch nochmal bekannt. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ganz, ganz, ganz viel arbeiten. Dann kommt noch die Hochzeit von meinem besten Freund dazwischen. Props an dich, der da heiratet halt. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nennen darf. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, Grüße und so. Ja, und der nächste Livestream, wie schon gesagt, den gebe ich dann bei einem Let's Play oder einem Eventer Talk oder bekannt. Da werde ich dann wahrscheinlich mit dem Tauli Dead by Daylight spielen. Für die, die es nicht kennen, tu mal beim Kong vorbei, Dead by Daylight, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ein geiles Game, ein richtig geiles Game. Ich habe mir so vorgestellt bzw. überlegt, dass ich jetzt streammäßig alle Multiplayer Games mache, wie zum Beispiel Battlefield oder das Dead by Daylight oder das Overwatch, das aktuelle. Mal gucken. Ihr könnt mir auch mal übrigens in die Kommentare reinschreiben, ob ich mir das Battlefield 1 holen soll. Bin nämlich ziemlich unschlüssig. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich es mir jetzt holen oder nicht, weil ich auch Overwatch habe und Dead by Daylight und The Walking Dead und dann kommt ja noch hier der neue South Park Teil raus und also es kommen so viele Spiele, die ich alle noch Let's Playen will und ich bin mir halt echt nicht sicher, hole ich mir jetzt noch das Battlefield 1 oder nicht. Schreibt es mir am besten in die Comments eure Meinung dazu und dann weiß ich endlich, was ich machen muss. Also wie schon gesagt, ich habe jetzt alles bekannt gegeben. Auf jeden Fall die Multiplayer mache ich Stream und sowas wie The Walking Dead mache ich dann Let's Play. Also da mache ich dann so richtige Videos, ne? Wie ihr es halt kennt mit Intro und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schreibt mir in die Comments, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, ich beende mein Video nochmal. Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr mich krass fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig cool fandet, wieder diesen. Ja, das ist alles ein bisschen enger, da muss ich mal ein bisschen gucken. Ja, auf jeden Fall, teilt das Video, liked es, kommentiert es, was das Zeug hält, bis die Finger glühen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Eventer Talk oder Let's Play oder Livestream oder. Ich muss mich auch nochmal mit Tauli in Verbindung setzen, vielleicht hat er auch mal wieder Bock, ein Video hochzuladen. Ich glaube, der ist ein bisschen frustriert wegen seinen 16 Abonnenten schon seit ewiger Zeit. Er hat ja mit mir fast zeitgleich angefangen. Auf jeden Fall schaut bei ihm bitte mal vorbei. Weil der macht das echt sensationell. Teilweise macht er die Commentaries auch besser wie ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil er einfach viel mehr Fachwissen und sowas dahinter hat. Und ja, wie schon gesagt, fette Props an dich, Tauli. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Ja, natürlich auch mit meinem Clan und so. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Monster Let's Play weiß jetzt auch Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das Video gegönnt habt. Und baut keinen Scheiß, bleibt anständig. Achtet auf eure Mitmenschen und macht's gut. In diesem Sinne... Servus, alter Schwegel.